Wir haben noch, bevor wir dich interviewen, das wird ja noch ein paar Tage dauern, deswegen haben wir dir ein Geschenk mitgebracht, damit du etwas für uns vorher machen kannst. Und zwar, Dankeschön. nein, nein, das Mikro brauche ich. Das hier, die Flipcam. Okay, Pass auf, okay. das ist eine HD-Kamera, ganz einfach zu bedienen. Hier kannst du sie anmachen an diesem Knöpfchen. Und jetzt dreh mal um, dann ist sie an. Und alles, was du tun musst, Warte um zu mal, wenn ich drehen, jetzt ist, filmen will. musst du nur den roten Knopf drücken. Okay, ich filme dich jetzt. Ja, jetzt bin ich allerdings jetzt hochkant und wenn du sie noch so drum drehst, Alles dann haben klar. wir 16 zu 9. Wow. Da steht drauf, Mino HD. Hallo Klickzoom, Gentleman hier mit Stefanie Heinzmann. Wir drehen nämlich gerade das Video zu Roots to Grow. Und da ist Stefanie. Und hier ist das Studio. Und jetzt ist nämlich unser Part dran. Mit Klickzoom. Mit Klickzoom? Klickzoom ist Aber so ein stopp, Jungs. Portal im Internet. Und die geben den Künstlern Was einfach so eine meinst du? Kamera. Und Geil. die sollen dann selber so ein bisschen filmen, anstatt so diese typischen Interviews. Okay. Ist cool. Genau. Yes. Nochmal ein richtiges Interview. Weißt du so? Leider. Guck mal, Emil ist immer Mit dabei. Bibi. Also in jedem Video von mir ist er dabei. Ach Quatsch, das ist Emil. Ja. Emil, erzähl doch mal, wie ist denn das Video für dich bis jetzt? Ist okay. Wir sind noch nicht so ganz fertig, aber so, ich bin ein bisschen müde heute. Du bist müde heute? Warum? Was hast du gemacht? Oh, ich habe ein bisschen zu viel gefeiert. Ja, dann schlaf mal weiter. Okay. Scheuert. Emil ist immer dabei, ja? Ja, auch in jedem Konzert. Immer. Auf der Bühne, oder ja, was? Immer auf dem Schlagzeug, oder? Emil, da hast du ja schon viel mitgekriegt. Er ist ein bisschen wortkarg. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie weiß ich, ob er mich so mag. Doch, das tut er. Ja? Ja, er ist sehr freundlich, so allgemein. Nur ein bisschen still halt. Oder? Ist das ein bisschen schüchtern? Ja, ein bisschen kaderig auch heute. Wobei, ich weiß nicht, aber es chillt auch der Boss. It's all good. Und der bringt dir Glück? Ja. Trotz Bandscheibenvorfall und Stimme verlieren und so. Ja, die ist jetzt alle wieder da. Okay, er hat alles und mitgekriegt. Er war immer dabei. Ständiger Begleiter. Der ist einfach immer da. Bei Sowas wie ein Talisman. So. Ja, ich denke schon. Mittlerweile hat er echt eine Persönlichkeit und alle kennen ihn und sagen ihm vorher Hallo als mir. Und der bringt dir Glück? Ja. Trotz Bandscheibenvorfall und Stimme verlieren und so. Ja, die ist jetzt alle wieder da. Okay, er hat alles und mitgekriegt. Er war immer dabei. Treuer er Begleiter. Einzige, er war der Einzige, der immer dabei war. Okay, verstehe. Yes, du bist ein feiner Emil, ein ganz feiner Emil, super Emil, alright Emil, yes, yes, yes. Und sonst? Ja, es geht immer mega. Gib uns mal dein Mikro. In die Nase rein. Ja. Eigentlich wissen die Leute ja nicht, dass der Song auch aufgenommen worden ist. Mit dem Mikro. That's the future. Gefällt mir ganz gut. Studio hat einen super Vibe hier. Und wir haben auch Spaß zusammen. Stunden später, wir sind immer noch beim Videodrehen. Das ist ganz schön anstrengend, so. Vor allen Dingen, weil es super heiß hier drin ist. Das sind die ganzen Lampen. Und wir können eigentlich gleich einen Latschenkiefer-Aufguss machen. Drei Runden Latschenkiefer habe ich mitgebracht. Stephanie on the percussion. Hör mal, Schweizerdeutsch. Ist zu spät, haben sie mich erwischt. Und das ist Stefanis Bruder, der Claudio. Jutach. Alles gut? Ja, danke. Kommt der Koller halt so. Da muss ich nochmal mit meinem Stefan. Was für Drogen hat sie im Essen? Langsam aber sicher drehen alle. Was für Drogen hat sie im Essen? Langsam aber sicher drehen alle ab hier. Es ist
einfach viel zu heiß. Das geht gar nicht ohne Abdrehen. Dann können wir jetzt anfangen. Wann kommt dein neues Album? Am 9. April. Das ist ganz fies so. Das waren dann die Styles, wo man in der Grundschule dann gegenüber eins auf die Nase gegeben hat.